Frank Kechele kann es nicht lassen. Die Rennstrecken sind geschlossen, aber den leidenschaftlichen Rennfahrer treibt es mal wieder auf die Kartbahn. Back to the roots. Frank Kechele hat seinen Weg als Rennfahrer auf der Kartbahn begonnen, als Bambini im Italienurlaub. Und dann sind wir in Bayern auf eine Go-Kart-Strecke gegangen und ein paar Runden gedreht. Und ich war wieder total begeistert. Und dann kam der Clubvorstand her und meinte, der Sohn, lass ihn noch mal öfters fahren und mach doch Mitglied und so. Mitglied geworden, dann Clubmeisterschaft gewonnen, dann haben wir von dem Club ein Kart bekommen, die haben uns zu dem Rennen begleitet und das erste Rennen war Süddeutsche Meisterschaft und war richtig gut und dann waren wir irgendwie infiziert mit dem Motorsportvirus und dann hört es auch nicht mehr auf, dann kann man gar nicht mehr aussteigen eigentlich. Eigentlich ist er ja einen ganz anderen Untersatz gewohnt. In der vergangenen Saison fuhr Kechele mit einem Lamborghini Gallardo auf Rang 3 der ADAC GT Masters. Aber auch Kartfahren hat einen Trainingseffekt. Jeder, der schon mal ein bisschen Kart gefahren ist, der wird merken, dass es schon ein bisschen anspruchsvoll ist, physisch. Und natürlich die Konzentration, also es gilt ja auch hier irgendwie, jede Runde perfekt zu fahren und die Linie perfekt zu treffen, genauso wie auf einer großen Rundstrecke auch. Und so wie die anderen ehemaligen Kartfahrer Hamilton, Vettel und Co. möchte auch Frank mal in die Formel 1. Aber Step by Step, für die kommende Saison sind die Ziele noch etwas kleiner. Im weiteren Blickfeld haben wir gerade die Formel 3 Euro Serie. Das wäre eigentlich top, wenn es klappen würde. Klar, es ist sehr teuer, die ganze Geschichte, und deswegen hängt es immer mit den Sponsoren und Investoren zusammen. Und des Weiteren gibt es die GT3 Serie, das wären wieder Tourenwagen, und davon gibt es eine Europameisterschaft, die würde ich auch gern fahren. Egal in welcher Rennserie der 22-Jährige das nächste Mal die Zielflagge sehen wird, langweilig wird es ihm bis dahin sicher nicht. Frank studiert Wirtschaftswissenschaften in Ulm und betreut seit kurzem seine eigene Homepage für echte Motorsportfans. Da versuche ich denen eine Plattform zu bieten, in Kombination mit einer Motorsport-News-Seite. Da können sie die aktuellen News über alle möglichen Motorsportereignisse finden. Und unter anderem dann auch die Events, die ich veranstalte. Ich fahre mit denen um die Nordschleife. Oder er lädt sie zum Kartrennen ein. Den Fans geht's gut bei Frank Kechele. Trotzdem wünschen wir ihm, dass er bald nur noch wenig Zeit für die Homepage-Pflege hat.